Irgendwie ist ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Kanal hier mal so hinkriege, dass mich Menschen gucken wegen meinen Reviews. Ich wurde anfänglich, muss ich echt geschimpft, dass ich so Reviews mache. Und dann hat es dann auch geheißen, ah, das ist viel zu langweilig und so. Und heute schätzt man meine Meinung. Ich meine, da muss ich mir schon selber ein bisschen auf die Schulter klopfen und euch vor allem auch danken dafür, dass ihr mich guckt. Weil ihr meine Meinung schätzt. Das ist einfach super. Von dem her, herzlichen Dank. Wir reden heute über ein Produkt, was für viele Menschen nicht geeignet ist. Na, also, ich habe es ausprobiert, denn ich habe eine recht robuste Haut. Ich vertrage vieles, nicht alles. Es gibt auch Sachen, auf die ich reagiere. Aber bei Fetten und so Emulsionen ist es bei mir so, dass ich eigentlich ziemlich viel abhaben kann, außer es geht in die zu fettige Richtung. Oder die Emulsion ist so, dass gerade bei Cremes, dass ich die nicht in die Haut reinkriege. Ne? Also das habe ich immer wieder. Und ich weiß, das ist so ein Problem von mir. Daher ist meine Haut eher so eine, die auf Cremes klarkommt, die so ein bisschen, ich sage immer so, trockener formuliert sind. Ne? Wenn du die auf die Haut machst, dass sie so nicht so feucht sind, eher so ein bisschen abmattiert, das ist so mein Ding. Aber ansonsten komme ich wirklich mit allem zurecht. Und als ich mit Ölreinigung angefangen habe, habe ich ja mit einem Gemisch aus Rizinusöl und Mandelöl angefangen. Von meiner Haut ging das runter. Ne? Und ich habe das immer mit einem Mikrofasertuch abgenommen. Das ist ja im Endeffekt Double Cleansing. Ne? Also nur, dass man hier halt einfach zwei Rohöle gehabt hat, hat bei mir wunderbar funktioniert. Meine Haut hat richtig nice darauf reagiert. Ich weiß aber, dass das bei vielen Menschen da draußen eben nicht so ist. Und dass du einfach die richtige Reinigung für dich finden musst. Es gibt ein paar Produkte jetzt auf dem Markt und jede Haut ist einfach anders. Ich kann nicht von meiner Haut ausgehen und sagen, das und das musst du probieren, sondern du musst dich tatsächlich ein bisschen selber durch die Sachen durchprobieren. Mein Lieblingscleanser, ich kann dir das gerne mal unters i legen, das ist halt der von Bayer und Söhne. Habe ich mir zweimal gekauft, habe ich gerade noch in der Mache, will ich so ein bisschen aufheben, weil ich liebe das Ding. Ich lieb's. Ich habe den hier, man merkt, ich habe zwei davon schon, der ist fast leer. Ich habe den hier in dem einen oder anderen Video ja schon drin gehabt. Wenn wir gleich mal auf die Inhaltsstoffe eingehen, das ist kein sonderlich teures Produkt, aber für das, was es für Inhaltsstoffe hat, finde ich es eigentlich doch wieder ein bisschen pricey. Also 5 Euro ist okay, das zahlt man. Da ist ja auch viel drin. Aber da ist Kokosnussöl drin und da ist, wie heißt nochmal mit R? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, Rapsöl drin. Na, und das sind halt zwei Öle, die nicht unwahrscheinlich teuer sind. Und die Problematik beim Kokosöl ist halt, steht an erster Stelle, das ist komedogen. Also kann ich dieses Produkt Menschen, die zu Pickeln neigen, schon mal gleich gar nicht empfehlen. Na? Also du kannst es gerne mal ausprobieren, aber die Gefahr ist groß, dass du davon Pickel eben kriegst, weil es eben ein komedogenes Öl ist. Na? Also besonders habe ich halt so ein bisschen auch mal geguckt in der Skincare-Bubble. Viele kommen halt mit dem Produkt gar nicht zurecht, weil sie es nicht richtig runterkriegen. Und das ist halt der besondere Fakt. Du musst die Reinigung so vorstellen. Du musst irgendwas finden. Und ich sage explizit muss, wo deine Haut damit klarkommt. Öl ist wunderbar, gerade wenn du Make-up runterkriegen möchtest am Abend oder Sonnenschutz. Dieses Öl musst du aber komplett von der Haut runterkriegen. Da darf kein Film und nichts übrig bleiben. Wenn du gezwungen bist, Double Cleansing bei einem Produkt zu machen, ist das nicht das richtige Produkt für dich, weil Double Cleansing stresst die Haut. Ich mache Double Cleansing nur, wenn ich geschminkt bin. Wirklich ausschließlich nur. Und ansonsten gucke ich, dass ich wirklich Produkte verwende, die bei mir performen. Inzwischen gibt es ja ganz gute Öle in der Drogerie. Also das von Isana, das ist der Klassiker. Dann das von Balea ist ja auch nicht so schlecht. Und dann wird es schon dünne, ich weiß. Dann wird es wirklich schon dünne. Und dann hat Balea so ein ganz komisches, was nicht richtig funktioniert. Kann ich dir auch mal unter das i legen. Und da ist das schon besser. Was mich bei dem irritiert hat, ne? Also ich habe da auch schon so Beschreibungen von Lakritze und was weiß ich gehört. Das riecht nach flüssigem Zucker. 1A. Flüssiger Zucker. Das ist riecht karamellig. Und wer das nicht gewöhnt ist und diesen Geruch hasst, der wird es
Produkt allein schon vom Geruch hassen, ne? Weil das riecht sehr stark danach. Und es, man hat so ein bisschen auch die Assoziation, wenn man das sich aufs Gesicht aufträgt, dass das irgendwie zuckrig ist oder so. Weil das halt schon, machen wir nochmal auf, weil das halt schon so ein bisschen Fäden zieht und doch auch so ein bisschen durchsichtig ist. Ich weiß, jetzt schweife ich wieder ab von dem Produkt. Es gab mal ein Cleansing Balm von Catrice, der war so gut, aber der war nur kurze Zeit im Sortiment. Der ist super gut von der Haut runtergegangen und da wussten nicht viele, dass es den gibt von Catrice. Und jetzt gibt es den halt gar nicht mehr. Das ist echt schade. Ich verstehe auch nicht, warum man bei solchen Produkten es sich so schwer macht. Ne? Also es gibt ja, wenn man sich beispielsweise das Produkt von der Shenya anguckt, kostet ein bisschen mehr. Oder das Produkt von Bayer & Söhne kostet auch ein bisschen mehr. Die performen ja. Ne? Und wenn man sich beispielsweise im Vergleich das von Balea anguckt, das ist ja wie eine Knete. Da funktioniert das viel besser. Und ich habe auch gelesen, gerade auf der Rossmann-Seite, dass es halt Leute gibt, die damit auch Schminke runtergekriegt haben. Fakt ist aber, da ist Kokosöl drin. Und wenn du zu Pickeln neigst, sei bitte vorsichtig. Bei mir, wie schon erwähnt, geht das. Ich neige auch nicht zu Pickeln, also mal ganz selten, dass ich mal einen Pickel kriege. Ich habe halt große Poren. Ich habe eine Haut, die T-Zone-mäßig halt fettig ist, an der Seite trocken. Und da funktionieren solche Produkte halt schon. Ich kriege halt immer so, mich stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich immer lese, dass Menschen dann irgendwie anfangen, Double Cleansing zu machen. Das ist immer noch eine Methode, natürlich, wenn du merkst, du kriegst ein Produkt nicht runter und du willst ein Produkt irgendwie leer machen, mach's so. Aber lass dann die Finger weg von dem Produkt, weil das sollte kein Dauerzustand sein. Je häufiger du dein Gesicht wäschst, desto gereizter ist das. Und ich merke das jedes Mal, wenn ich geschminkt bin und ich eben dieses Double Cleansing mit dem Mikrofasertuch mache, meine Haut ist danach einfach gereizt. Sie ist gereizt. Und das ist ja auch ganz normal, ne? Deswegen guck wirklich darauf, deine perfekte Reinigungsmethode zu finden. Und dass es in Bezug Öl und Balm in der Drogerie richtig scheiße aussieht, I know, ich weiß es. Ne? Also es gibt gerade mal zwei Öle bei Balea und Isana, also insgesamt zwei bei Rossmann und DM, die funktionieren. Und das geht jetzt so, der ist okay, deswegen habe ich mir den nochmal gekauft, weil auf meiner Haut funktioniert er. Aber ich würde nicht sagen, dass das mein Lieblingsprodukt ist, nee. Weil wie gesagt, gibt es nicht viel Auswahl. Und das finde ich halt irgendwie schade. Ich habe noch nicht so bei den neueren Sachen rumgestöbert. Es gibt ja jetzt auch die ein oder andere neuere Marke. Mal gucken, was da so geht an Reinigungsprodukten, weil ich da eigentlich auch immer interessiert daran bin, da mal ein bisschen was auszuprobieren. Denn eine Reinigung muss tatsächlich nicht teuer sein. Aber gerade wenn man sich jetzt das Produkt hier anguckt, das ist nicht schlecht. Aber ich hätte dann niemals irgendwie Kokosöl als Inhaltsstoff gewählt, weil sich halt, also weil halt so viele Menschen auf Kokosöl einfach reagieren. Und wenn du halt zu Pickeln neigst, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, wirst du auf dieses Produkt auch reagieren. Und wenn du dann halt jemand bist, der das nicht hundertprozentig runterkriegt, aber ich würde wirklich sagen, dass ich nach der Packung halt wirklich, ich würde es mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Diese eine Packung nochmal ist super, aber ansonsten würde ich tatsächlich irgendwie wieder zu einem Öl greifen. Zu den altbekannten Ölen von Balea und Isana und das halt so ein bisschen ignorieren. Für mich, für meine Haut ist halt Öl am Abend das Allerbeste. Es kann sein, dass das für dich gar nicht funktioniert, dass du am Abend generell irgendwie ein Waschgel verwendest oder so. Mach das, was auf deiner Haut funktioniert. Nur denke nicht, dass du regelmäßig Double Cleansing machen musst, um deine Haut sauber zu kriegen. Das ist nie gut. Weil ich kriege ganz häufig bei speziellen Inhaltsstoffen oder bei speziellen Produkten eben Fragen, weil man eben darauf reagiert. Und die Reinigung kann tatsächlich ein Grund dafür sein, also wenn man seine Haut zu sehr reizt über mehrere Male, das kann ein Grund sein, warum man auf bestimmte Produkte reagiert. Ne? Deswegen, du musst das richtige Produkt für dich wählen, was einfach deine Haut sauber macht. Bei mir macht es die Haut sauber, das funktioniert auch mit Schminke, das ist richtig gut auf meiner Haut. Aber ich würde
dem Produkt tatsächlich nur eine 3 geben. Es ist okay, aber mehr halt auch nicht. Hast du einen Lieblingscleanser, mit dem du gut klarkommst oder irgendwie einen Reinigungsbalm oder so? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann würde ich den eventuell auch mal ausprobieren. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.